Die Eifeler und Eupner, sagt man, sind oft wie Katz und Maus. Wir wollten wissen, sind sie wirklich so unterschiedlich? Die einen leben in der Großstadt. Wolkenkratzer, soweit das Auge reicht. Die anderen wohnen in der Einöde. Hier geht das Leben seinen gemächlichen Gang. Vielleicht sind das alles nur Klischees. Aber es gibt offensichtlich noch ein paar andere. Ich kenne ja nicht so viele Eupner, aber die, die ich kenne, die sind ja total auf Fußball. Ja, ich finde, die lassen sich entweder jähen, also nur Jogginghosen-Style oder so. Oder die haben ganz viel Geld und zeigen das und sind so arrogant und haben G's da und so ein Kram. Sie sind eben gewohnt, in der Stadt zu wohnen und jetzt am Land so, kennen die gar nicht. Ja, der Sprachgebrauch ist anders. Sie betonen die Wörter anders und sie benutzen die Wörter häufig wie war hinter jedem Satz oder aue oder allee kommt da manchmal vor. Die reden lauter auch wie wir. Und ja, mit ihrem Akzent dann, wa und so. Auch die Klischees, die man in Eupen über die Eifeler verbreitet, sind nicht von schlechten Eltern. Dass die Eifeler halt ziemlich langsam sind, das ist bei uns halt immer das, was gesagt wird. Die Eifer, die holen sich die Kästen, sie ist am Anfang der Party ein Käse, am Ende der Party hochgestapelt, bis ich weiß nicht mehr. Am Ende können sie gar nicht mehr. In Eupen feierst du einfach los und du besäufst dich nicht einfach so. Ziemlicher Dialekt auch, was die Eifler reden. Wir haben zwei Eifler in der Klasse, die kommen immer nur in Jogginghosen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit der Eifel zusammenhängt. Wenn hier was in ist, dann ist das so 2 Jahre später da in. Wenn die reden, da kommt ein bisschen so eine Welle so da drinnen. Ja, also erstmal reden die immer hoch, dann wieder runter, also ja, genau. Als wären die sozusagen auf dem Pferd oder so. So, ja, da sozusagen. Bonbon, da würde ich sagen schicken. Ja. Klimmchen. Aufnehmen, aufholen. Ich sage aufnehmen. Ball, Party, ich sage Ball. Ich sage... weiß ich nicht. Gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen der Eifel und Eupen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, oder? Ich meine, wir sehen alle gleich aus. Wir unterscheiden uns nicht großartig, bis auch vielleicht von der Sprache her. Ansonsten würde ich sagen, sind wir recht gleich.